herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video bei Frühstück in der Parfümerie. Schön, dass du wieder bei mir vorbeischaust, denn in dem heutigen Video spreche ich auf Wunsch von euch über meine aktuelle Wunschliste. Ich habe gefühlt eine endlos lange Wunschliste und habe die mal durchforstet und priorisiert und stelle heute meine Top 10 Parfums aktuell auf meiner Wunschliste vor. Wenn du aber zum ersten Mal hier bist und mich noch nicht kennst, dann herzlich willkommen bei Frühstück in der Parfümerie. Auf diesem Kanal dreht sich alles um die wunderschöne Welt der Düfte. Wenn dich das Thema interessiert, dann würde ich mich sehr freuen, wenn du mich supportest und meinen Kanal abonnierst. Schau auch gerne mal bei Instagram vorbei, dort mache ich auch Parfum-Content und was ich sonst so mache und wann ich welchen Duft trage. Jetzt geht's auch schon los, das sind meine Top 10, das heißt auf Platz 1 ist dann der Duft, den ich mir wahrscheinlich als nächstes kaufen werde und wir starten von hinten mit dem Platz Nummer 10. Der erste Duft, der auf Platz 10 meiner Wunschliste ist, ist ein Duft, der die sanften und femininen und leichten Facetten von Oud hervorheben soll. Und es handelt sich um den Duft Oud Nude von Guerlain, den ich letztes Jahr zum ersten Mal gerochen habe und direkt schockverliebt war und mir dachte, okay, irgendwann möchte ich diesen Duft haben. Der ist wunderschön, weil der ist zart, cremig, feminin, pudrig, leicht holzig. Wunderschön einfach. Also der startet mit so einer schönen warmen Mandel und auf der anderen Seite haben wir dann hier so süßlich-fruchtige Noten von Himbeere und ich liebe Himbeeren und ich liebe ja Mandel, Vanille, so diese Richtung. Deswegen, das ist schon mal genau meins. Und insgesamt, was mir an dem Duft so gut gefällt, ist, dass er diesen tollen Kontrast aus dieser Cremigkeit und diesen leicht holzigen Anklängen dann auch hat von Sandelholz und Anklängen von Oud. Es ist ein bisschen irreführend, dass der Name Oud Nude ist. Also ich finde, die Interpretation ist sehr gut gelungen, aber es ist jetzt wirklich kein Duft, wo das Oud im Mittelpunkt steht. Also wenn du jetzt sagst, du bist kein Oud-Lover, schau dir den Duft trotzdem an, weil es ist hier kein animalisches, brutales, stechendes, intensives Oud, sondern es ist wirklich nur in Anklängen da und deswegen finde ich den Duft so unglaublich feminin und wunderschön. Im Drydown wird es dann noch so ein bisschen wärmer durch Sandelholz, die Vanille strahlt und insgesamt kostet der Duft aber, weshalb er auch noch nicht bei mir eingezogen ist, 310 € für 100 Milliliter, was einfach sehr, sehr viel Geld ist. Aber die Düfte finde ich von Guerlain, zumindest die meisten oder eigentlich alle, die ich bisher getestet habe, sind, finde ich, wirklich ihr Geld wert. Und es macht einfach eine Freude. Das fängt an bei dem Einkaufserlebnis. Die Damen am Counter im KDW sind auch so freundlich immer, muss ich wirklich sagen. Und das hört auf beim jedes Mal benutzen und sich einfach freuen. Und bei der Performance, weil die halten wirklich super. Also der hier ist jetzt von der Intensität gar nicht so stark wie manch anderer Duft aus der Linie. Der ist, würde ich sagen, so mittelmäßig bis stark, aber hält auf jeden Fall bei mir auch 8 Stunden plus. Also von daher auch das super. Und von den gelisteten Duftnoten haben wir hier Mandel, Bourbon-Vanille, Rose, Himbeere, Oud, Sandelholz und Atlaszeder. Und weshalb der Duft eher hinten in meiner Wunschliste, zumindest in den Top 10 ist, ist einfach der Grund, dass es für mich ein Duft ist, der perfekt ist, wenn man sich eingekuschelt fühlen möchte, der einen so ein bisschen wärmt und der deshalb perfekt in den Herbst passt. Und aktuell ist es ja eigentlich Frühling, auch wenn man es noch nicht richtig merkt, aber es wird ja hoffentlich, bleiben wir mal optimistisch, noch deutlich wärmer und dann möchte ich eher so ein bisschen was Spritzigeres. Ich bin eigentlich gar nicht so der Freund von fruchtigen Düften, aber der nächste Duft hat es mir einfach angetan, weil der riecht wie so ein leckerer, süchtig machender, süßer, gute Laune Fruchtcocktail. Und es handelt sich um den Duft Erba Pura von Serjoff. Ich muss zugeben, dass der Duft mein Interesse immer mehr geweckt hat und dass das bei mir auch so ein Reinwachsen in den Duft war und immer mehr dieses, okay, ich kriege wirklich viele Komplimente für den Duft. Ich glaube, ich finde den so schön, dass ich den haben möchte. Das ist für mich einfach so ein Summer Scent, weil der so dieses gute Laune-Feeling hat. Der ist so schön unbeschwert und der ist super intensiv. Also man fällt mit diesem Duft auf und das ist für mich so ein Mix aus bunten Früchten. Also ich habe immer direkt so ein Bild vor Augen, wenn man, es gibt ja diese Dosen im Supermarkt, diese Konserven, wo man so Frucht Cocktailfrüchte drin hat, was auch immer, Kirschen, diese süßen Kirschen, Ananas, Melone, whatever und Kiwis und genau so riecht dieser Duft, finde ich, nur halt sehr, sehr süß und dazu kommt dann aber, also der startet zitrisch noch, also wir haben im Opening dann noch diese Bergamotte und diese Früchte und dazu kommt dann im weiteren Verlauf aber noch sehr, sehr viel Moschus und Vanille, also auch Noten, die ich sehr, sehr mag, deswegen
Ja, steht da auch auf meiner Wunschliste. Ich habe neulich mal ein Video gemacht, ein Reel oder sowas, und da hat jemand kommentiert, wer möchte denn heutzutage noch Erbapura haben? Hi, it's me, ich möchte gerne Erbapura haben. Also wenn jemand sagt, der Duft ist durch, fein, aber ja, ich hatte bisher immer nur so eine 8 ml Abfüllung, die ich dann zum Glück recht intensiv testen konnte. Aber die ist so gut wie leer, deswegen wird es jetzt Zeit, dass er bei mir einzieht. Für mich sind die dominanten Noten die fruchtigen Noten, Moschus und Vanille. Und preislich ist er auch nicht ganz ohne. 50 ml liegen ungefähr bei 165 €. Aber wie gesagt, Performance ist super. Also Sillage ist wirklich sehr, sehr intensiv und Haltbarkeit locker 10 Stunden auf meiner Haut. Von den gelisteten Duftnoten haben wir in der Kopfnote Orange, Bergamotte und Zitrone. In der Herznote dann die fruchtigen Noten. Und in der Basisnote weißer Moschus, Amber und Bourbon-Vanille. Der nächste Duft ist relativ frisch auf meiner Wunschliste, hat mich aber direkt geflasht, als ich ihn das erste Mal gerochen habe. Habe ihn jetzt auch schon mit in mein Frühlingsduftvideo aufgenommen, weil ich finde, er passt aktuell super in den Frühling und ist ein Duft, den ich auf jeden Fall irgendwann haben möchte. Und es handelt sich um den Duft Lady Tuberose von Moresque. Ich spreche das sicherlich falsch aus, aber ihr wisst ja, welchen Duft ich meine. Der Duft eröffnet grün, frisch, zitrisch und entwickelt sich dann aber zu der zartesten, cremigsten, sanften Tuberose, die ich kenne. Ich bin normalerweise ja nicht der größte Freund von so Tuberose-Düften, wenn die zu stechen sind, aber der ist alles andere als stechend, weil die Tuberose wird hier wunderschön umspielt von super weicher Vanille, von sonnigem Ylang-Ylang und von fruchtigen Noten. Und für mich ist das der perfekte Duft für elegante, schicke Daily-Anlässe. Also das ist ein super Allrounder, finde ich, gerade wenn es jetzt ein bisschen wärmer wird. Und irgendwie, wenn ich an dem Duft rieche, kriege ich einfach Lust, nach Graz in den Urlaub zu fahren und mal auf so ein schönes Tuberosefeld zu gehen. Also ja, es ist irgendwie ein Duft, den ich noch nicht so lange kenne, aber der mich einfach geflasht hat. Aber preislich liegen wir hier auch nicht ganz günstig bei 150 € für 75 ml ungefähr. Aber auch hier von der Haltbarkeit war ich begeistert. 8 Stunden plus Intensität ist auch wirklich stark. Und von den gelisteten Duftnoten haben wir in der Kopfnote Tuberose, Ingwer und fruchtige Noten. In der Herznote dann Angelika-Wurzel, Lilie und Ylang-Ylang. Und in der Basisnote Harze, Amber, Vanille, Tonkabohne, Vetiver, weißen Moschus und Zedernholz. Beim nächsten Duft kriege ich, wenn ich dran rieche, direkt Gänsehaut, weil dieser Duft so wunderschön ist und mir so Fernweh gibt nach Sardinien. Und das könnte diese Liste auch sein, ohne einen Duft von Profumum Roma, nämlich Ignusa von Profumum Roma. Ignusa ist die griechische Übersetzung für Fußabdruck und ist der alte Name von Sardinien. Sardinien hat ja auch so ein bisschen die Form von einem Fußabdruck. Und ich habe diesen Duft erst nach meinem Sardinienurlaub, aber eben kurz oder unmittelbar nach diesem Urlaub entdeckt. Und war direkt so, wow, ja, das erinnert mich total an Urlaub und eben an diesen speziellen Urlaub. Der Duft erinnert mich direkt daran, wie wenn man zu so einer verlassenen Bucht fährt. Also wir sind da die ganze Zeit rumgefahren und haben immer neue Strände und Buchten ausprobiert und mussten dann da auch immer hinwandern und das waren immer gar nicht so einfache Wege. Und der gibt mir direkt diese Vibes von diesen langen Wegen mit so einem sandigen Weg. Daneben sind überall so vertrocknete Gräser, Bäume, man hört die Grillen zurren und es ist unglaublich warm, also 35 Grad plus. Und ja, irgendwann kommt dann diese Bucht. Aber dieses grasig, grüne, mediterrane, getrocknete, süßliche Gras. So riecht für mich der Duft Ignusa von Profumum Roma. Also in dem Duft dreht sich alles um die Feige, aber es ist hier auch keine grün stechende Feige, sondern so eine süßlich, sehr mediterrane, grasig, heuige, fast schon leicht würzige Feige, weil wir haben hier neben dem Feigenblatt und dem Feigenholz auch noch Myrte. Und ich finde, der Duft ist super außergewöhnlich. Ich habe mir letztes Jahr den Tundra von Profumum Roma gegönnt. Leider nur eine Kleingröße, aber immerhin. Und habe eben sehr stark geschwankt, ob ich jetzt Ignusa oder ob ich den Tundra nehme. Und ich glaube, dieses Jahr möchte ich dann auch noch Ignusa haben, aber der ist so schön. Leider ist er aber nicht ganz günstig. Also diese 18 Milliliter, die kann man ungefähr für 79 € bekommen, aber eben nur 18 Milliliter. Oder eben die 100 Milliliter für 225 €. Performance ist auch super. Also von der Intensität und von der Sillage ist der jetzt nicht ganz so intensiv wie so ein Vanitas oder so. Aber Haltbarkeit auf meiner Haut auch auf jeden Fall 10 Stunden plus. Deswegen
für mich auf meiner Wunschliste nicht wegzudenken. Und der Vollständigkeit halber hier auch nochmal die gelisteten Duftnoten. Wir haben hier Feigenblatt, Feigenholz, Myrte und Gras. Der nächste Duft gibt mir Rich Girl Vibes und ist, finde ich, so der perfekte reife Begleiter für Frühling und Sommer, für Date Nights oder zum Ausgehen oder was auch immer, aber so in die Richtung auf jeden Fall, weil der auf der einen Seite sehr sonnig ist und auf der anderen Seite aber so schöne rauchig-harzige Anklänge durch Weihrauch hat, aber von vorne, denn es handelt sich um den Duft Can't Stop Loving You von Kilian und ich kann nicht mehr aufhören, über diesen Duft nachzudenken, weil mir der Duft es einfach angetan hat. Also hier dreht sich alles um die Orangenblüte. Daneben haben wir dann Noten von Honig, aber eben dieser leicht vom Zucker kristallisierte Honig, Vanille und Paradisone. Und Paradisone hatte ich dann auch gegoogelt. Das soll so ein bisschen jasminartig riechen und ich finde, das riecht man eben auch gut raus. Und dann eben noch diese harzig-würzigen Anklänge von Weihrauch. Wunderschön, sehr reif, super sexy, super sinnlich. Also ja, ich habe da direkt so einen James Bond vor Augen, wie die da irgendwie in Mexiko sind und die im schwarzen Engkleid. Es ist warm abends. Diese Nächte, die dann irgendwann hoffentlich bald kommen. Für solche Anlässe, finde ich, ist der Duft Can't Stop Loving You perfekt. Und let's be honest, ich habe natürlich nicht jeden Tag solche Anlässe, aber bei mir ist es dann immer so, ich fühle mich dann immer so, wenn ich so einen Duft trage, der gibt mir dann immer dieses Gefühl oder dieses Selbstbewusstsein. Und deswegen steht er auf meiner Wunschliste, weil mich auch die Performance überzeugt hat. Sillage ist sehr stark, Haltbarkeit 8 Stunden plus, also echt ein toller Duft, aber leider auch nicht ganz günstig, 235 Euro für 50 Milliliter. Und der Vollständigkeit halber auch hier nochmal die gelisteten Duftnoten. In der Kopfnote haben wir Orangenblüte und Paradisone. In der Herznote Honig und in der Basisnote Weihrauch, Bourbonvanille und Eichenmus. Der nächste Duft heißt übersetzt eigentlich Stern der Nacht, ist für mich aber kein Abend- oder Nachtduft, sondern auf jeden Fall ein super eleganter, schicker Daily-Duft. Und es handelt sich um den Duft Étoile de Nuit von Goutal. Und dieser Duft gibt mir absolute Paris-Vibes. Ich hatte die Probe auch mit in Paris und war so, oh, ich habe den ganz sparsam benutzt, aber auch hier kriege ich so ein bisschen jetzt Gänsehaut, weil mich der auch so an Paris erinnert und ich liebe den einfach, weil der so wunderschön zart, blumig, sehr pudrig ist und mir auch so ein bisschen Make-up-Vibes gibt und das liebe ich ja total, deswegen finde ich den wunderschön. Für mich sind hier die dominanten Noten auf jeden Fall ganz viel Iris. Wir haben hier Rose und Himbeeren und ich habe ja vorhin auch schon gesagt, ich liebe Himbeeren. Ich liebe dieses Pudrige mit Iris und dann haben wir hier aber auch noch ganz cremig weiche Noten durch Vanille und Kaschmir. Also der ist für mich einfach sehr schick, klassisch und elegant. Das ist jetzt nicht so ein gestylter Duft, sondern einfach so ein klassischer, zurückhaltender Lady-Schick. Wenn ich jetzt so eine Person nennen müsste, die perfekt zu diesem Duft passt, obwohl ich gar nicht so der große Fan immer von ihr war, ist das Brie aus Desperate Housewives. Also so ein bisschen Wifey-Material-Scent finde ich auch. Der ist einfach, ja, so die perfekte Frau. Niemand ist natürlich perfekt oder wir alle sind perfekt, wie auch immer. Aber so riecht dieser Duft. Der ist wunderschön, sanft und feminin und deswegen auch recht weit oben auf meiner sehr langen Wunschliste. Preislich liegen wir hier ungefähr bei 109 Euro für 50 Milliliter und von den gelisteten Duftnoten haben wir in der Kopfnote die wunderschöne Himbeere, Bergamotte und Mandarine. In der Herznote dann Iris, Rose und Jasmin und in der Basisnote Moschus, Vanille und Kaschmir. Haltbarkeit auf meiner Haut ungefähr 7 bis 8 Stunden. Der nächste Duft wird super gehypt und ich finde, der Hype ist gerechtfertigt und es handelt sich nicht um Baccarat Rouge, den habe ich zum Glück schon, sondern um Masque Noir Rosé von Narciso Rodriguez. Der Duft gibt mir einfach so das Gefühl, so super schick, stylisch, aber trotzdem mysteriös und sexy zu sein und deswegen finde ich den Duft wunderschön und ich liebe Pflaume und Vanille und wir haben hier so eine wunderschöne Pflaume-Vanille-Kombination mit einer ganz tollen Rose und Moschus, also ja, super sexy, stylisch und flirty oder so ein bisschen verführerisch, aber alles nicht too much und auch in so einer Intensität, die nicht erschlägt, sondern genau richtig ist und diese ganzen Noten sind auch perfekt verblendet. Im Drydown wird es dann noch so ein bisschen wärmer, vanilliger, minimal
harzig. Also ein ganz toller, reifer, verführerischer Duft, aber trotzdem mit Stil und nicht so femme fatale, sondern so schick. Und man möchte irgendwie mehr wissen, was so ein bisschen dahinter steckt, so in die Richtung. Richtig schön und finde ich genau der richtige Mix aus Eleganz und Sexiness. Und ein Duft, der mal nicht über 100 Euro kostet. 30 Milliliter sind hier ab ungefähr 76 Euro erhältlich. Haltbarkeit auf meiner Haut ungefähr 6 bis 7 Stunden und von den gelisteten Duftnoten haben wir in der Kopfnote Pflaume, Bergamotte und rosa Pfeffer. In der Herznote Moschus, Rose und Tuberose und in der Basisnote dann Vanille. Der nächste Duft riecht nach klebrigem, süßen, unwiderstehlich leckerem Basmati-Reis mit Kaschmiran und Sandelholz. Nämlich Santal Basmati von Affinescence. Der Duft ist so wunderschön süß, pudrig, leicht holzig. Also wenn du Sandelholz magst, dann schau dir diesen Duft auf jeden Fall an. Ich kann mir auch vorstellen, dass dir der Duft gut gefällt, wenn dir Gris Chanel gefällt. Der riecht ganz anders als Gris Chanel, aber der hat auch diesen Wohlfühl-Kuschel-Vibe. Also für mich ist das eigentlich auch ein Duft, der eher so im Herbst passt. Aber der ist einfach so lecker und ich finde den super außergewöhnlich durch diese Basmati-Reisnote oder Milchreisnote, fast schon auch, wenn es Basmati-Reis jetzt gelistet ist, aber der ist schon sehr süß. Aber dieses süß-klebrige, stickige, ohne jetzt so übertrieben billig süß in Anführungszeichen zu riechen, sondern so ganz elegant und auf der anderen Seite dieses holzige, das passt perfekt zusammen. Also ja, ich bin ein ganz großer Fan. Meine Abfüllung ist eigentlich so gut wie zu Ende, deswegen habe ich mir den fast letzten Sprüher lieber auch auf die Haut gesprüht als auf einen Teststreifen. Und ja, er ist auf Platz 3 meiner Wunschliste. Also wird es hoffentlich nicht mehr allzu lange dauern, bis der dann bei mir einzieht. Für mich sind hier die dominanten Noten Sandelholz, Basmati, Reis und Kaschmir. Und preislich ist der Duft erhältlich ab 150 Euro für 50 Milliliter. Und gelistete Duftnoten sind hier der Basmati, Reis, Sandelholz, Kaschmiran, Iris und Patchouli. Und Haltbarkeit auf meiner Haut ungefähr 8 Stunden. Sillage in der ersten Stunde noch ganz gut, aber dann eigentlich eher. Der nächste Duft steht dank euch auf meiner Wunschliste und es handelt sich um den Duft Hibiscus Mahajat. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Von Maison Crivelli. Der Duft ist so wunderschön. Der ist einfach perfekt, wenn du Düfte magst, wie Confetto, wie Vanitas. Der ist super, super intensiv, raumeinnehmend, sehr vollmündig. Der ist süß, fruchtig, blumig, leicht pudrig und einfach super sinnlich. Der hat eine enorme Haltbarkeit, eine super Sillage. Ich habe einfach an dem Duft gerochen und war direkt geflasht, weil der so wunderschön ist. Und der kam direkt auf meine Wunschliste und war auch immer ganz weit oben. Und ich habe jetzt nochmal geschaut. Aktuell ist es ja eher frühlingsmäßig, deswegen ist es jetzt ein anderer gerade auf Platz 1. Ich liebe einfach diesen Vibe. Ich habe das Gefühl, wenn ich dran rieche, ich war noch nie auf Bali, aber dann stelle ich mir direkt ganz, ganz viele exotische, vollmündige, in ihrer Pracht stehende Blüten, Blumen vor. Und es ist einfach ja wie so ein pudriger Traum. Ganz, ganz schön, sehr feminin, wie ich finde. Aber was rieche ich hier raus? Ich rieche hier Johannisbeere raus, was auch interessant ist, weil ich ja manchmal nicht so der Fan von Johannisbeere bin, aber es kommt immer auf den Duft auch an. Denn diese sanft rosigen Noten, dann viel von dem Hibiskus und Vanille. Für mich ist das so ein ausgehend über das ganze Jahr Duft, also den kann man gut als Allrounder einsetzen. Ich würde den jetzt nicht unbedingt im Büro tragen, weil dafür finde ich den zu süß. Also ich finde, dadurch ist der auch irgendwie so ein bisschen sexy und verführerisch und pudrig und einfach unglaublich weiblich, sondern eher so zum Ausgehen und abends, weil der wirklich sehr, sehr stark ist und irgendwie auch so ein bisschen warm. Deswegen eigentlich eher dann im Herbst und Winter, aber irgendwie hat der eben durch diesen Hibiskus, finde ich, auch was Tropisches. Deswegen ja so ein Allrounder für abends, für das ganze Jahr. Leider ist der auch nicht ganz günstig. 195 Euro für 50 Milliliter ungefähr. Und von den gelisteten Duftnoten haben wir hier schwarze Johannisbeere, grüne Minze, Hibiskus, Granatapfel, Damascena, Rose, Vanille, Ambrettesamen, Leder und Zimt. Und vom Zimt rieche ich hier eigentlich so gut wie gar nichts raus. Auf Platz 1 meiner Wunschliste ist der Duft Parisian Musk von Maître Premier. Und ich mache es auch einfach kurz, weil ich in letzter Zeit sehr oft über diesen Duft gesprochen habe, was aber auch unterstreicht, wie gerne ich diesen Duft mag und wie gerne ich ihn auch hätte. Meine Probe ist jetzt auch bald so gut wie leer. Aber warum mag ich diesen Duft so gerne? Der gibt mir absolute Clean Girl Vibes. Und der riecht für mich einfach nach so einer ganz rein cremigen, grünen,
Feigenmilch. Und diese cremige, softe Feigenmilch auf der einen Seite und auf der anderen Seite dann eben diese grünen Noten. Das finde ich so schön. Das finde ich super außergewöhnlich. Ich habe den jetzt auch am Wochenende auf einem Geburtstag getragen und die Freundin meinte direkt so, oh, der Duft ist aber schön und hat mir da eben Komplimente gemacht, aber hat mir danach dann auch nochmal extra geschrieben und wollte wissen, welcher Duft das jetzt war. Also der Duft kommt auf jeden Fall auch im Umfeld immer gut an und ist für mich der perfekte, schicke, clean girl Duft für elegante Daily Events. Es ist jetzt nicht unbedingt ein Duft, den ich am Abend tragen würde, aber Daily, ein super Allrounder, deswegen ist der auf jeden Fall, finde ich, sein Geld wert. Preislich liegt er nämlich ungefähr bei 145 Euro für 50 Milliliter. Und von den gelisteten Duftnoten haben wir hier Feigenblatt, Ambrette Olit, Ambrette Samen, Ambroxan und Virginia Zeder. Die Performance ist auch super, der hält auf meiner Haut auf jeden Fall über 8 Stunden und gerade auch in den ersten Stunden ist die Projektion auch sehr stark. Also eine große Empfehlung und wenn du jetzt nochmal einen ausführlicheren Review dazu sehen möchtest, verlinke ich hier nochmal ein Video, wo ich den in letzter Zeit oft gezeigt habe. Ich hoffe, meine Wunschliste war für dich spannend und jetzt nicht so, oh, über die Düfte hat sie ja schon oft geredet. Aber ja, das sind einfach Düfte, die finde ich total toll und die werden auf jeden Fall alle früher oder später bei mir einziehen. Meine Wunschliste ist noch deutlich länger. Ich habe jetzt nur meine Top 10 gemacht, was auch gar nicht so einfach war. Wenn du dich jetzt aber auch noch für die anderen Düfte interessierst, dann schreib es gerne mal. Vielleicht mache ich dann entweder ein Reel darüber oder ich mache nochmal ein Part 2, je nachdem, wie euch das überhaupt gefällt und ob das überhaupt interessant ist, was auf meiner Wunschliste steht. Aber die Düfte, oh, die habe ich alle intensiv getestet, also es sind keine spontanen Käufe und die gehen mir alle nicht mehr aus dem Kopf, deswegen die brauche ich. Man braucht ja eigentlich gar keine Parfums, aber ja, das ist eben der Luxus, den man sich dann hin und wieder mal gönnt. Jetzt würde mich mal interessieren, welcher Duft bei dir ganz oben auf der Wunschliste steht. Schreib mir das doch gerne mal in die Kommentare. Und ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen, für deinen Support. Ich kann es nicht oft genug sagen. Ich muss es einfach nochmal sagen, weil ich auch gerade echt nicht mit meinen Nachrichten hinterherkomme. Und ich freue mich total darüber, dass ich so viele liebe Nachrichten und Kommentare bekomme. Also ich werde alles beantworten. Manchmal geht es ein bisschen unter oder ich brauche ein bisschen. Aber ich freue mich so sehr darüber. Also danke, danke, danke und schönen Abend dir.